Willkommen zurück zu Let's Play Minecraft, meine lieben Freunde. Jawohl, ich habe jetzt eine kurze Aufnahmepause gemacht und in der Zwischenzeit was gegessen. Und jetzt gehen wir doch mal weiter hier durch diese Katakomben, die wir gerade gefunden haben, in der Hoffnung, dass wir jetzt nicht sterben und vielleicht noch was Cooles finden. Sowas wie ein Drachenei vielleicht? Gerne? Bitte? Blutthelm und Verbrennung, okay. Ich nehme jetzt nicht alles aus den Kisten mit. Ich lasse die Kisten jetzt Kisten sein. Denn... Verbrennung, Verbrennung 2. Was war das andere? Schwungkraft? Erhöht den Schaden ausgedehnten Angriffen. Aha. Feuerschaden, ja gut. Genau. Und wir gucken uns hier noch ein bisschen diese Katakomben an, die wir gerade entdeckt haben. In der Hoffnung, dass wir was Tolles noch finden. Ich meine, wir haben schon tolle Sachen gefunden, so ist es nicht. Ich will das jetzt Ganze nicht irgendwie schmälern oder so, aber ich bin ja immer noch auf der Suche nach dem... Ah! Emeralds! Ups. Ja, gut. Lass mal hier hängen. Ich bin ja immer noch auf der Suche nach einem Drachenei, aber ich glaube nicht, dass wir ein Drachenei hier noch irgendwo finden. Die Hoffnung gebe ich jetzt langsam, aber sicher mal wirklich auf. So cool es wäre. Wo gehen wir denn jetzt noch lang? Hier waren wir, ne? Hier. Achso, da war ja auch. Okay, und hier waren wir wahrscheinlich auch, ne? Ja, 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 genau. Okay, dann haben wir die schon alle jetzt erkundet? Jeden Winkel? Crazy. Nee, nicht jeden. Aber hey, die 35 Level, die wir verloren haben, die haben wir jetzt quasi fast schon wieder neu reingeholt. Mit ein bisschen Zombie-Schlachten. Hier nicht noch irgendwo ein Spawner? Was? Jade. Okay. Oh. Ich bereue es, dass ich nicht mehr mit habe. Komm, Karotte bleibt hier. Reissam hier. Dann geht das dafür rein und das dafür rein. Dann haben wir hier ein bisschen Platz. Komm, die Frostdinger bleiben hier. Dann haben wir zumindest ein bisschen Platz wieder gewonnen. So, okay. Ah, ein Erfahrungsfläschele. Das zertrümmern wir doch direkt. Goldbarren, dafür habe ich auch noch Platz im Rucksack. Wasseraffinität erhöht die Abbaugeschwindigkeit unter Wasser. Oh. So. Ja, den Spawner wollte ich jetzt eigentlich nicht mitnehmen, aber gut, haben wir den jetzt mal mit. Was haben wir denn hier noch schönes? Chain Lightning Scroll. Also irgendwie, ich weiß auch nicht. Die jucken meine Hände gerade. Crazy. So, den nehmen wir mit. Die Goldbarren habe ich ja gerade gesagt, haben wir noch einen Platz für. Oh. Ich kann keinen kaputten Spawner hinstellen. So. Hier scheinbar waren wir schon. Hier waren wir auch schon dran. Okay, dann gehen wir hier weiter. Hier waren wir. Das heißt, die Loot Chest wird auch schon leer sein, soweit. Jawohl, da sind auch ein paar Scrolls drin gewesen, aber gut. Steinschwert, ja gut, das brauchen wir so gar nicht, ne? Den nehmen wir mal mit und die Fackeln. So, den Apfel können wir ja auch hier wieder plopp unterbringen. So, wo gehen wir denn jetzt mal lang?
Haben wir jetzt alles erkundet? Ja, scheint so, ne? Ich würde jetzt mal fast behaupten, ja. Das sieht... Okay. Jetzt sind wir scheinbar in so einem neuen Abteil angekommen. Oh, hier sind auch noch Kisten ohne Ende. Schussschutz. Hm? Fackeln ist ja Logo, ne? Goldener Abfall ist auch klar. Was? Goldbarren 4? Overpowered? Was habe ich für einen Erfolg? Was? Overpowered. Obtain a Notch Apple. Notch Apple? Oh, crazy! Ein verzauberter goldener Apfel. Ja, crazy. Ja, das bleibt mal hier. Notch Apple, ich weiß zwar nicht, was er macht und wann ich ihn mal gebrauchen könnte, aber ey, haben ist besser als brauchen. Und ich denke mal, wenn wir vielleicht irgendwie mal einen Boss-Mob oder sowas besiegen wollen, können wir uns damit ein bisschen equippen und sowas Tolles mitnehmen. Dann haben wir hier Verbrennung und Skulk Smite. Wrecking und Skulk Smite 3, Skulk Smite 3. Versuch zu viel Feuerschaden, okay. Wo ist der Spawner? Da ist der Spawner. Er hat einen Dia fallen lassen. Ja, nice. So, okay, jetzt können wir hier wieder hoffentlich in Ruhe nach Truhen gucken. Alter, wir wollten eigentlich nur in die Mine, ne? Und jetzt... Ach, so crazy. Achso, hier waren wir schon. Haha, ich hab's mir gedacht. Okay, nur ein Smaragd, aber den nehmen wir doch mit. Und die Arcane Essenz und so, das lassen wir da. Oh, ein Skelettspawner. Mhm. Ah ja, der hätte uns wirklich in Teufels Küche bringen können. Aber was für eine Megastruktur, ne? Krypta. Ach, das war draußen. Oh Gott, da war draußen Motorrad. Ich dachte gerade, was ist das für ein Geräusch von einem Monster? Ich hab ja noch nie gehört. Okay. Hallo, Zombie. Da oben muss irgendwo ein Spawner sein. Eisenerz. Eisenerz nehmen wir mit. Habe ich ja gesagt, das können wir noch gut gebrauchen. So, jetzt... Erstmal die da rein und hatte ich die Diamanten hier drin? Nein. Komm, die Cluster, die kann ich jetzt erstmal hier lassen. Ist ja wurscht. Roheisen da mit rein. Ist ja gut. Tu dir nichts, Zombie. Ich lass dich in Ruhe. Ich will nur weiter erkunden, okay? Okay, wunderbar. Sind wir uns einig? Ups, wo bin ich jetzt hier? Ah. Bisschen weiter rumgefallen, aber. Das ist schon
zwingst mich ja förmlich dazu. Ah, da ist noch eine Truhe. Was haben wir denn hier Schönes? Chain Lightning Scroll, lalalala, okay. Nix, kein Drachenei, kein... Bin ja ehrlich gesagt zwar überrascht, so eine Katakombe hier gefunden zu haben, aber auch ein bisschen enttäuscht, dass wir noch kein Drachenei oder irgendwas anderes Geiles gefunden haben. Ich meine, wir haben schon coole Sachen gefunden, so ist nicht. Wir haben schon ein paar Dias gefunden und hast du nicht gesehen, das ist ja schon mal was. Aber ich habe jetzt ehrlich gesagt mit einem richtig cooleren Fund gerechnet irgendwie, aber gut. Und wenn ihr zufällig die Mod kennt, die das hier verursacht und die diese Struktur gebaut hat, wie auch immer, sag mir mal Bescheid. Ich würde gerne mal ein bisschen mehr über die Mod erfahren. Aber ich denke, ja, das ist fast nicht. Ah. Ich habe gerade ein wenig Angst, dass das hier ein Bossraum sein wird, könnte, wie auch immer. Aber scheinbar nicht, weil er so groß ist, was da so ein bisschen wie nach einer Fight Area aussieht. Von hier geht's ja noch weiter. Alter Finne. Können wir das irgendwie unter der Erde hier sehen, auf der Cave-Map? Wie weit sich die Struktur streckt? Wo sind wir denn? Da sind wir. Nee, kann man nicht so wirklich erkennen. Nur, dass irgendwas ziemlich schnell auf uns zugerannt kam gerade. Was haben wir denn hier so Schönes? Ein Erfahrungsfläschchen, na klar. Raised Dead Scroll. Shield Scroll. Eisenbeinschutz, Eisen, 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 okay. Ist das crazy. Ach ne, von hier kamen wir, ne? Geht's nicht weiter? Da würde es weitergehen. Ei. Und über uns? Über uns ist nichts. Gott. Das splittet sich ja hier richtig auf in... Oh Gott, wie sollen wir hier jemals wieder nach Hause finden? Oh Gott, ich habe jetzt schon keine Orientierung mehr, ne? Nur so... Just saying zur Info. Rein. Eieiei. Das, was da liegt. Platinum Boots? Federfall? Wait. Reduziert Fallschein und Enderperlen Teleportationsschaden. Oh, die muss ich irgendwie versuchen zu repairen. Und wir sind schon Level 25 wieder, siehst du. Da haben wir die ganzen Level, die wir verkackt haben, wieder zurückerobert quasi. Fluch der Bindung verhindert, dass der verzauberte Gegenstand aus einem Rüstungsschlitz entfernt wird. Okay. Ground Slam. Crazy, crazy. Ich weiß, wir können diese ganzen verzauberten Bücher ja theoretisch mitnehmen, aber mein Platz ist schon wieder, ja. Das ist das Doofe an der Tour, wenn man einfach loszieht, ohne sich doch nochmal 1, 2, 3 Rucksäcke mitzunehmen. Zwei Spawner nochmal direkt erledigt hier. Ja, wie kommen wir denn jetzt gleich wieder zurück, ne, ist die Frage. Ich habe mich jetzt schon wieder verlaufen. Ich werde hier niemals mehr nach Hause finden, ey. Eieiei.
versuche es jetzt einfach, weil ich sag euch ganz ehrlich. Oh, hat er ein Dia-Schwert getroffen? Ne, ein Olivisch. Olivin-Sword. Okay. Aber er hat ein Dia gedroppt hier, der gute Zombie. Ich werde jetzt versuchen, so langsam aber sicher mal hier rauszufinden, weil das ist langsam nicht mehr tragbar. Wir finden sonst nie wieder heim. So. Was haben wir hier? Hier waren wir noch nicht, aber... Also, als allererstes. Tschüss, Bruchstein. Hallo, Diamantschwert. Ist nicht verzaubert, aber ist egal. Und hallo, Diamantschaufel. Dafür lasse ich auch gerne hier die... Was? Nein, nicht die Diamanten da. Even more tools. Ich würde sagen, dafür lasse ich eigentlich hier die... Komm, die Common Ink und die Bruchsteine. So. Hatte ich doch im... Ja, hatte ich. Wir haben jetzt schon 5 Diamanten gefunden. So, was haben wir denn hier? Verzauberte Schwerkraft... genau, Schwerkraft, Schwungkraft. Und Verbrennung. Was? Yo, mach the toxic. Okay, das heißt, wir müssen uns jetzt auf einen Kampf einstellen. Müssen zu Yomach. Den toxischen. Der befindet sich da unten. Okay, der lässt sich gut besiegen. 2 und 3. Und wir haben Yomach besiegt. Crazy. Und einfach wie viele Mobs hier sind, ne? Wir haben Yomach besiegt. Was hat er denn gedroppt? Sandstone Sword, okay. Sandsteinschwert, ja. Sieht jetzt nicht so pralle aus. Komm, die Eisenachs lassen wir hier. Eisen. Eisen können wir direkt hier reinpacken. Arcanessenz auch. Feuerwerksrakete, naja. Achso, das war's schon. Ich dachte gerade, er hätte irgendwas in Richtung Dias oder so noch gedroppt. Aber Pustekuchen. Gespawnt, ne? Das ist wirklich so eine Mob-Farm schlechthin gerade. Der ist recht durch. Also normalerweise, wenn wir jetzt nicht unser Fähigkeitenbuch hätten mit der Fähigkeit, dass wir die zurückstoßen, Mob Repellent oder Repel, dann wäre ich hier hoffnungslos schon 7000 Mal draufgegangen. Boah, wie viel gerade gespawnt, ne? Gucken wir mal, ob wir jetzt die Truhe wieder finden. Gold nehmen wir mit. Die Axt und das lassen wir hier. Gucken wir mal, ob wir die Truhe wieder finden. Ich habe mit dem Weg nämlich nicht gemerkt. Müsste hier irgendwo gewesen sein. Glaube ich hier. Nee, in dem war es nicht.
Jetzt haben wir den besiegt, weißt du, und jetzt finde ich die Truhe nicht mehr wieder. Da. Fläschchen für Erfahrungspopel. Nochmal ein Dia-Schwert, sehr, sehr gut. Dann lassen wir das mal hier. Und nehmen die jetzt auch wieder mit, weil der Andesit kann hier bleiben. Der Spawner kann auch hier bleiben. Erfahrungsfläschchen sind immer gut. Oh. Ja, ja, komm. Erfahrungsfläschchen, sagte ich ja, sind immer gut. Oh, was habe ich denn da? Achso, Eisenschütze kann hier bleiben. Fackeln nehmen wir mit und das verrottete Fleisch nehmen wir jetzt auch einfach mal mit. Zack, nochmal XP-Popel. Aber eigentlich wollten wir jetzt hier rausfinden, ne? Haben wir schon wieder nicht geschafft. Ah, die Folge ist schon wieder vorbei. Wir müssen schon wieder einen Cut setzen. Na gut, dann machen wir das jetzt eben und dann sehen wir uns gleich wieder.